als Junge. Warum willst du denn ganz mit mir dann telefonieren? Ich verstehe das nicht. Ich sollte wissen, warum du das Ich machst. verstehe meine Stimme nicht, okay? Das hast du mir schon letztens gesagt. Nein, ich verstehe meine Stimme nicht. Lügt er nicht? Egal, vergiss es. Ich wünsche dir was, ja? Dabei. Was soll ich denn noch sagen? Heidis. Das ist keiner. Auch einer. Amen. Wie gesagt, es ist so schwer geworden. Klar, ruf an. Ich brauche so welche Nachrichten. Es hören sich echt alle gleich an. Mutter hat mich gleich Despina. Hallo? Hi. Hi, grüß dich. Was geht? Nichts denn bei dir? Auch nicht viel. Woher? Aus Aachen und du? Ich bin aus Köln. Ich bin aus Köln, tatsächlich. Woher? Ich bin aus Köln. Köln. Da sind wir ja praktisch Nachbarn. Hi. Ja, ist ja korrekt. Schön, schön, sehr schön. Ich hätte aber eine Frage an dich. Ja. Ich habe dich ja schon länger auf Snapchat. Okay. Du schreibst jeden Tag gefühlt in deine Story, jemand Bock zu zählen. Ja. Machst du das einfach aus Just oder hast du einfach keine Freunde? Ich bin krank. Bist du krank? Was hast du denn? Telefonavi nennt sich das. Also ich war beim Arzt und er meint, du bist telefonsüchtig. Telefonsüchtig. Ja, ich muss immer telefonieren. Ich kann ohne Telefonieren nicht einschlafen. Ja, ist okay. Nochmal bitte. Ja, ist okay. Nein, Mann, das war ein Witz. Mir ist langweilig. Ich möchte jetzt endlich mal jemanden kennenlernen, weißt du? Ja, können wir, machen wir doch gerade. Ja, okay, cool. Wie alt bist du? Was schätzt du denn? 17, 18? 17, 18. Ja. Boah, so jung habe ich noch niemand geschätzt. Okay, dann Nee, sagst du 20. 20. Wow. Ich Keine Ahnung, was ist das denn? Das war ein kleiner Katzensprung von 17, 18 auf 20. bin 26, falls Ach mir nicht so. zugehört. Ich habe 20 verstanden, sorry. Nee, alles gut. Okay, und was machst du sonst so? Bin ich denn überhaupt dein Typ? Was hast du für eine Haarfarbe? Brünett, ne? Ganz unterschiedlich. Also im Wasser ist es dunkler, im Hellen ist es heller, im Dunkeln ist es dunkler. Also ich habe normalerweise so braun, Ja. aber manchmal färbe ich ein bisschen Richtung Blondie oder manchmal ein bisschen rothaarig. Also ganz, ganz unterschiedlich immer. Ja, ist okay, passt doch. Und du? Ich stehe auf Schwarzhaarige. Okay, cool. Willkommen im Club. Ja, korrekt. Was Schön. machst du denn beruflich, wenn ich fragen darf? Ich bin Kosmetikerin. Was machst du? Ich bin Soldat. Danke. Du bist Soldat. Ja. Okay, und seit wann? Seit 4 Jahren circa. Boah, ich liebe so Soldaten und so. Da habe ich einen Crush. Echt? Ich mag das so. Bitte? Aber ich höre von Frauen, die Soldaten sind, immer nur schlechte, stimmt das? Nee, das stimmt gar nicht. Ehrlich, man hört es manchmal so. Die ganze. Also ich habe nichts bis jetzt Gutes über Frauen in der Kaserne gehört. Sag es mal so. Ach so, das meinst du? Ja. Ja, Stimmt da das? gibt's halt so die eine oder andere. Aber auch voll die Okay. Korrekten eigentlich. Was? Das sind voll die Korrekten. Ja, jeder Mensch ist korrekt. Ja, schön. Und sonst? Ja, und sonst was soll ich? Wir haben Freitagabend. Ist sie langweilig oder nicht? Oder? Ja, ein bisschen halt. Man liegt halt zu Hause. Und was machst du in deiner Freizeit so? Ich? Einiges. Also meistens halt mit Freunden treffen, was unternehmen. Und sonst Mehr wie halt Dank für die arbeiten. Kiste. Ja, okay. Bitte? Nein, nein, alles gut. Also, ja, was machst du denn nun? Und nicht?
Mit Freunden treffen, was trinken gehen. Okay. Irgendwas unternehmen. Schön. Und du? Ich turne. Und ich bastel. Was bastelst du denn? Also ja, so ganz unterschiedlich. Ja, erzähl mal. Ja? Erzähl mal. Ja, manchmal ein Haus, manchmal ein Ball. Kommt ganz drauf an, immer. Also Einhörner. Oh. Ja, ist okay. Ja. Hauptsache Zeitvertreib. Ja. Und ich turne. Was turnst du denn genau? Also ich habe angefangen bei meiner Oma im Garten, ne? Da bin ich halt Zaun zu Zaun geklettert und so. Von Nachbarschaft zu Nachbarschaft. Und dann ist es halt so mit 18 wirklich so richtig zu meinem Jobby geworden und jetzt turne ich wirklich Bohnenturm. Parcours. Nochmal, Bohnenturm? Mhm. Du ja, hast drei cool. Bohnen, also Bohnenturm ist halt, du nimmst so eine Stange Bohnen, ne? Zwei hast du. Und du musst turnen, ohne dass von einer Bohnenstange eine Bohne runterfällt. Okay. Ja, das ist halt so ein bisschen tricky. Ja, ist schon cool. Ja. Und bei dir so sonst? Bist du Single? Ja. Okay. Seit wann? Boah. Ein paar Jahre circa. Paar Jahre. 3 Jahre, genau. 3 Jahre. Yep. Ah, okay, und suchst du schon wieder eine Beziehung oder nicht? Ja, kommt drauf an, ne? Okay, also du bist ja Soldat. Ich weiß jetzt nicht, also stehst du eher auf Dreckige? Was meinst du denn mit dreckig? So schäbige? So, keine Ahnung. Bitte? So, keine Ahnung, so. Jemand, der popelt? Popelt? Ja. Boah, du machst mich fertig, ey. Ich weiß ja nicht, Mann. Ich würde gerne wissen, auf was für Frauen du stehst. Aber was meinst du? Definieren wir doch mal dreckig. Was meinst du mit dreckig? Keine Ahnung, die sich nicht wäscht. Auf gar keinen Fall. Das ist Spaß. Hast du mal ein Foto von dir? Ja, warte. Du schickst mir jetzt sofort mal ein Bild von dir. Also das dürfen wir mich interessieren, nicht? Sofort. Ja, würde mich interessieren auf jeden Fall, wie du aussiehst. Ich sehe ja ganz normal aus wie so ein Schwarzkopf-Kanake. Ah, bist du Chennaik? Ja, ich komme ursprünglich aus der Türkei. Ehrlich? Ich bin auch halb Türke, aber was ist das bitte für eine Frisur? Bitte? Du bist Türke? Ja. Boah, ich dachte, du wärst deutsch. Echt? Ja. Nein. Zeig mal. Ey? Oh mein Gott, du siehst ja verdammt gut aus. Aber du siehst deutsch aus. Du siehst ein bisschen aus wie Harry Potter. Ja, das sieht deine Brille. Und du bist Nils. Man könnte richtig gut mit dir turnen, glaube ich. Bist du gut im Parkour laufen? Ja, da trainiert man halt jeden Tag. Krass, heftig. Heftig. Darf ich dir ein paar Fotos von mir schicken? Ja. Aber nur wenn... Okay, scheiß drauf hier. Lass mal rein. Du hast schon krasse Augen. Danke. Du hast einen schönen Reißverschluss. Bitte? Du hast einen schönen Reißverschluss. Einen Reißverschluss? Ja, du hast schöne Reißverschlüsse. Achso, ja. Stimmt. Mag ich so. Hast du am Totenkopf Reißverschluss irgendwo? Das mag ich auch gerne. Nee, hab ich nicht. Oder von einer Eidechse so. Also mein Vater hat damals mal so ein Eichhörnchen überfahren, ne? Und der meinte, der Kopf vom Eichhörnchen bringt Glück. Dann ist er angehalten, hat den Eichhörnchen genommen, hat seinen Kopf abgeschnitten und hat das dann bei uns am Auto aufgehangen. Okay. Nee, sowas habe ich nicht. Okay. Ja, heftig, heftig. Also du bist halb Türkin. Ich bin halb Türkin, ja. Halb Polin, halb Türkin. Wer ist denn türkisch? Wer ist polnisch? Mein Ex-Freund ist türkisch und mein Ex-Freund davor ist polnisch. Und ich bin deutsch. Hä, aber dann bist. Warte mal. Deine Exe sind. Genau, der erste war Pole und der zweite war Türke und. Ich bin deutsch, aber dadurch bin ich ja auch halb türkisch, halb polnisch geworden. Ey, was laberst du, Stuttgart? Hä? Hä, doch?
Nein! Man ist so miteinander fusioniert. Ja, genau, wahrscheinlich. Nein, Spaß. Meine Mutter ist Türkin, mein Vater ist Pole. Das war korrekt. Das ist ein Kurwa. Spaß, andersrum. Warum beleidigst du mich jetzt? Das ist doch keine Beleidigung. Doch, das heißt Scheiße, aber Wort ist Wante, Gewandte, Gewandte heißt das S-Punkt. Also Schlampe. Boah, ich lege jetzt auf, ciao. Darauf habe ich keinen Bock. Nein, warte. Nein, also du musst mich auch nicht Das war beleidigen, was ganz ist böse gemeint. los? Also hör mal auf, Nein, das war ganz böse das kannst du gemeint. mit Termine machen oder so, aber nicht mit mir. Hä? Du siehst aus wie Harry Potter, verdammte Scheiße. Das war doch ganz böse gemeint. Mein bester Freund ist Polacke, deswegen sage ich Verdammte sowas. Scheiße, bist du unter meiner Treppe oder was? Was? Haust du unter meiner Treppe? Nee. Okay. Nein, also. Ja, keine Ahnung, also. Ich finde scheiße, wie du mich behandelst. Ja, was du behandeln? Ich hab doch nur aus Ich möchte Spaß was Oma gesagt. rappen. Ist es okay? Was? Darf ich dir was vorrappen? Mach. Und du bist aber ehrlich, okay, das ist holländisch. Ja, mach. Hollandaise. Spätzle. Ah, Spätzle, Hollandaise. Ah. Strada, ich ficke deine Mama von deinen Augen, da kann schade, wische mir mich an den Brand. Ich bin in deine Bar, ich komme schon mal Stand. Ich komme in deine Strada und dann bist du meine Benz. Ich fahre deine Benz auf und deine Papa Fans. Ich komme in deine Vater hinter schon von Lampo Benz. Du guck mich an, ich guck dich zurück. Du fick deine Mutter, ich fick dich zurück. Ich komme in deine Strada, ich weiß nicht, wo ich bin mit dir. Das war kurz, aber gut, oder? Ist doch ganz Ich bin okay. ein bisschen aus dem Konzept gekommen, jetzt so. Jetzt geht's ab, hör zu, Crack City, Valeria 2024. Ah, hör zu. Ah. Ich komme in deine Strada, ich komme mit deinem Bada, ich komme mit der Wumme in das Amsterdam Bada, Amsterdam, Wiedergabe, schon mal lecker Schenz. Ich komme mit meinem Polak in den Rubo lecker Benz. Ich fahre mit Benza, ständig um den Ich komme in deine Strada, schon bella lecker Dance. Ich ficke deine Mama, ich ficke deine Papa, ich ficke deine Schwester, komm schon mal lecker Baba. Ich bin die Valeria, komm schon mit mir. Ich komme schon mit deinem Schimmel-Lappel-Lappel-Benz. Ich komme in deine Amsterdam, ich bin Schimmel-Lenz. Ich mache meine Vida und du Kippel-Lappel-Benz. Boche gehen zusammen, schon ist da mal lache Schub. Einmal lache Schimmel, lache Super Jack-a-Bub. Ich komme zu Ramon, muss ich ein Dubbel-Lappel-Dub. Der Vater der Strada, ich komme schon im Mund. Strada ist Strada, ich will mir lache Sada. Bei Böbe Schimmel-Lade, der Böbel-Lappel-Bade. Böre, Böre, Gishi, ich will einfach da. Ich wicke deine Mama in der Bock. Sportlich Distanzierung, ich finde diesen Aussagen alles locker schnurfer gemeint. Ist gut? Ja, super. Sei ehrlich. War stark. Okay, danke. Ja, könnte Aber war das gut, dass er Freestyle auf ich. Ist doch Hollandaise? gut. Hollandaise. Ja, du musst jetzt sagen, also ich habe noch ein. Ich glaube, du findest mich verrückt, oder? Willst du sagen, ich bin durchgeknallt, sei ehrlich. Was ist? Würdest du sagen, ich bin krank? Ob ich sagen würde, ob du krank bist? Ja, sei ehrlich. Nee, krank nicht, aber cool drauf. Okay. Aber du redest halt voll schnell. Küss mich. Bitte? Küss mich. Was? Ich habe noch einen Song für meinen Dad damals gemacht. Soll ich dir zeigen? Na? Dass du, wenn sich das Leben wieder um mehr dreht als um Wunder hart, das ist der Multilint-Effekt. Multilint, vierfach stark bei Wunder und entzündeter Haut. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. Fatih! Daddy!
gewesen oder nicht, sei ehrlich. Ey, du redest voll schnell, ich verstehe das echt nicht. So machen das die meisten Männer bei mir. Ja, glaub ich. Ich schalte mein Gehirn aus. Nein, alles gut. Wie geht's dir? Top, wie geht's dir? Ach, es geht, es hätte besser sein können. Ich fühle mich einsam. Ja, komm rum. Kannst du kommen? Ich wohne alleine. Nee, ich bin echt voll gerade. Komm, du kannst doch bei mir übernachten, wenn du willst. Bitte? Du kannst auch gerne bei mir übernachten. Ja, aber das Ding ist, ich habe schon gesoffen, ich kann nicht mehr fahren. Komm schon, tust du mich. Nee. Bitte. Komm mit der Bahn. Ich hole dich ab am Bahnhof. Komm schon, bitte. Das Ding ist, ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass du ein Typ bist, der seine Stimme verstellt. Ich bin ein Typ? Ja. Alter, ruf mich mit Kamera sofort an. Ruf mich mit sofort mit Kamera an. Ja, okay. Ruf an. Ja, wie geht? Verdammt, ist ich ein Typ? Ja, zeig dich selber, ich sehe dich nicht mal. Ja, hier. Du denkst, ich bin ein Typ? Hab ich schon gesagt. Ich bin doch kein Typ, Mann. Bruder, du hast mehr Haare in der Fresse als ich am Sack. Verdammte Scheiße, ganz ehrlich, ja, ich habe vielleicht ein bisschen anders, also ich habe ein bisschen Bart und so bekommen, ja, weil ich zwei, drei Wochen nicht mal so. Oh, fuck, Digga. Danny? Dash? Jetzt habe ich einen Ohrwurm wegen euch, das bockt nicht. Hallo? Hallo? Hi. Hallo? Hi. Hi, wie geht's dir? Mir geht's gut, wie geht's dir? Oh, gut, danke schön. Was machst du? Nichts, ich bin gerade hier zu Hause und gucke ein bisschen Ulrichshafen, du? Ich bin auch zu Hause sitzen. Ich bin gerade nach Hause gekommen, seit 20 Minuten ungefähr. Achso, was bist du für ein Landspasteten, Eulenpupsi-Tut? Wie bitte? Was bist du für ein Landsmann? Ich verstehe nicht. Bist du Albaner? Ich? Mhm. Valeria. Ja? Du hast meine WhatsApp-Nummer. Kennst du mich nicht, oder was? Nein. Warum? Sorry, wer bist du denn? Ich erinnere mich gar nicht mehr an dich. Ich bin Samir, du hast meine WhatsApp-Nummer. Soll ich bei WhatsApp dir schreiben gerade? Schreib mal. Okay, ich schreibe dir gleich. Ich erinnere mich gar nicht mehr an dich. Sorry. Hm? Was? Anrufen oder schreiben? Schreib mir mal ein Kreuzworträtsel. Okay, ich schreibe dir gleich über WhatsApp. Schreib jetzt. Jetzt, ja, jetzt. Warte. Warte. Ich stehe ein bisschen nach Scheiße. Vergisst du immer? Ich vergesse es immer, sorry, wir haben noch keinen schönen Chat. Ganz, also was hast du aus mir gemacht, verdammt, bist du mein Sohn oder was? Wieso soll ich mich an dich erinnern oder was? Bist du hier, warte. Ich hab dir geschrieben. Du hast das Telefon du bist der alte Opa. Sechs Monate, nee, mehr. Letztes Jahr hast du mir gegeben. Ach, du bist der alte Opa, der 50 Jahre alt ist und eine Frau sucht. Nee, nicht 20. Wie alt warst du nochmal? Meine Körper, 17. Nein, ich meine dein richtiges Alter. Ohne Spaß, Wunder, ohne Spaß. Meine Körper ist 17, 18 Jahre alt. Ja, dann scheiße, wie ich ein Kind kennenlerne, oder? Wie alt bist du? 44 auf Papier, aber sonst. 44 20, auf Papier sowas. Und sonst bist du 20, ne? Ja, ich bin. Lass mich raten, dein Vater hat dich älter gemacht, weil du einen LKW-Führerschein haben solltest. Nein, ich habe dir gesagt, ich mache Umschulung, alles Friseur, hast du mir gesagt, ich komme vorbei, Haare schneiden. Hast du links? Hast du einen langen Fingernagel? Hast du den Justus-Fingernagel, ja oder nein? Wie bitte? Hast du den Justus-Fingernagel, ja oder nein? Fingernagel? Hast du den Justus-Fingernagel? Nein. Okay, gut. Wo habe ich Praktikum? Ich habe dir gesagt, komm, fahr bei Haare schneiden. Aber ich habe kein Praktikum mehr jetzt. Boah, ich muss doch wieder zum Friseur, ne? Meine Haare sind so. Oh mein Gott, ja.
Zum Beispiel heute habe ich Sonnen in die Schule, weil wir haben Sonnen in die Schule auch. Aber hast du ein justes, also hast du einen Langfingernagel? Lange? Ja. Finger, meine. Nagel, zeig mal deine Hände. Ruf mal mit Schammer an. Nein, habe ich nicht. Nein, habe ich nicht. Wallah, ich habe gestern. Gestern, ich habe geschnitten. Ich ruf dich mit Schammer an, okay? Hm? Ich ruf dich mit Schammer an, okay? Welcher Jamal? Ich ruf dich mit Jamara an, Jamara. Aha, Kamera meinst du? Jamara. Jamara? Ja, über WhatsApp. Ja, tschukkete bei der Kamera. Ja, weil ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Und die Leute, der Sache, habt ihr und die Leute? Ich mach ein Foto über WhatsApp, ich schick dir mein Foto. Jajab. Nein, ich mache. Wollen die Leute die Helle, der PlayStation 5, der Usbekistan, der Asche, der Opa? Valeria. Ah. Machst du Spaß oder was? Nein, das ist mir wichtig, dass ich durch dich den Saft des Wiederaufstiegs bekomme. Ich muss dich kennen. Ich habe keinen Nagel, nein. Ich möchte sehen, ob du den Justus-Nagel hast oder nicht. Ich rufe dich jetzt mit Kamera an, Samia. Ja, ruf mal an, aber... Ich möchte, dass du dich zahlst! Oh, meine Schöne, bitte. Dieser Kurde ist bei dir? Was? Dieser Kurde, deine Freunde. Welche Kurde? Ah, meine Freundin! Ja, hast du gesagt, die ist Kurde, hat er mit mir geredet. Ah, du meinst... Ach, du meinst Bergi. Bergi! Bergen. Meine Freundin heißt Bergen. Sie ist Kurde, ja? Ja, Bergen, hallo, sag mal hallo. Hallo? Hallo, wie geht's dir? Gugijano. Ciao, Ani, der Boschka. Hola, Boschka. Passt du, ciao, Ani. Passt du, der Börek? Bale? Börek, der passt du, ciao. Sigara, Börek. Sigara? Börek? Börek? Ma fahm nage, bitte, ciao, Beji. Der Michi, der Börek, der Çörek, der Iskender. Der Kurdi. Ah, ja, Kurdistani, der Kurdi, der Wende noch der Helle, der Haushalt. Mama, ich verstehe nicht deine Kurdistani. Nein. Aresane. Ja. Ah. Was machen gleich? Nichts, wir sind gerade hier und es ist total langweilig und wir wollten mal fragen, ob was hier woher kommst du? Aus Irak. Nein, ich meine aus Deutschland. Deutschland, Berlin. Ich bin Kreuzberg, du bist in ich bin Hohenschönhausen, du bist in Wedding. Genau, wir sind hier gerade im Wedding und wir spielen gerade menschliche Bockwerfer. Also meine Freundin hat so, also wir haben eben Radieschen gegessen und Kohlrabi, ne? Und wir scheißen in kleine Tüten rein, machen Knoten und bewerfen Menschen damit. Kommst du mir? Gerne. Ich hatte das so Auto noch. Ja, ich habe Auto, aber kein Führerschein. Wie Auto, kein Führerschein? Ja, so sie hat letztens die Führerschein verloren. Bist du mit Uber kommen? Ohne, ich mache nicht Spaß, mit Uber kann kommen. Bei Juba, ich habe nicht so viel Geld. Ich guck mal, wie viel Geld ich noch habe, meinst du? Ich zahle, komm hier, ich zahle. Das ist kein Problem. Ich zahle, Ober. Ich habe 43 Cent. Wie viel hast du, Schatz? Ich muss gut gehen, warte. Brauchst du nicht Geld? Für was brauchst du Geld? Ich habe 3,70 €. Für was brauchst du Geld? Ich habe keine Para für Ujurba. Nee, Ober, kommt hier, ich zahle, ich komme runter. Ach so, du zahlst Juja. Okay, Schatz, er will den Uber zahlen. Komm so mit Uber hier und dann ich komme hoch. Das Einzige, was gleich kommt, ist meine Faust in deine Fresse. Du redest mal, also schreist mich jetzt hier erstmal nicht an, okay? Wie bitte? Also, Schatz, was ist los mit dem? Warum ist das skrupellos? Der ist hier am Schreien. Nein, er hat eine euphorische Stimme. Er ist Sachse. Bist du Sachse? Nein, ich bin nicht Deutsche, ich bin Kurde. Kann aber kein Kurdisch. Hä? Er hat doch gerade Kurdisch geredet. Nein, das war kein Kurdisch. Okay. Bist du Kurde? Ich bin Kurdin, ja. Aber aus Türkei, aus welchem Land? Nein, ich bin aus Irak.
Dann red ja auf Kurdisch. Ich bin auf. Nein, also ich bin Kurdin aus. Ich bin Kurdin aus Irland. Wo? Irland. Was ist Irland? Armenien meinst du? Irland. Ich kenne nicht. Der Land der Irlen. Also, nein, also ist das nicht so mit den Rocken? Genau, also bei uns haben hier alle Männer und Frauen immer Rückhand. Hä? Also, Sami, ich dachte, du bist Sachse. Nein, ich bin nicht Deutsche. Ich dachte, du bist Sachse. Kennst du Hohenschönhausen bisher? Nochmal? Hohenschönhausen. Wunschenhausen, also ich wünsche dir was. Kennst du Wunschenhausen? Ja, da bin ich immer, wenn ich mir was wünsche, aber nie bekomme. Also da, ja, das... Also, das ja, also Wunschenhausen, da bringt auch nichts. Also so viele Wünsche, wie da ausgesprochen werden, aber nicht erfüllt werden, ne? Da habe ich auch keinen Bock mehr, dahin zu gehen. Bin ich ja ganz offen mit Schamlone, ne? Also du kommst jetzt mal runter, das ist... Nein, ich meine einfach nur. Ich würde ihn gerne kennenlernen. Hast du ein Auto, Jamia? Ich hab Auto, ja. Kannst du zu uns kommen? Gebracht auf Telefon hat er mit mir geredet. Warte! Hallo? Ihr bist gerufen. Du sagst, ich wollte mal fragen, gehst du heute noch raus irgendwo? Ich hab eigentlich heute nicht so. Also, ich wollte eigentlich ganz kurz meinen besten Freund holen, wie man Popo-Liebe mache. Also, er ist technosportlich. Ich distanziere mich komplett von dieser Aussage. Alles sarkastisch, Morfer gemeint. JJ, dankeschön. Mein Freund wollte kommen. Wieso fragst du? Also, ein Freund von uns wollte. Ist es okay, wenn er bei uns übernachtet? Wer ist das denn? Ist das. Wie heißt er denn? Das ist Samir Aşkım. Dilemin? Samir? Ja? Ja? Das ist der Hausbesitzer, das ist der Hausmeister. Ganz kurz, hi. Also ich bin der Hausmeister mit meinen Schlüsseln. In dein Schloss passt er das rein. Okay. Nein, also nicht übernachten, ja, nein. Nur, du kannst aber jetzt ganz gerne übernachten. Danach kannst du wieder frontwisch übernachten. Nein, du kannst auch gerne in mein Zimmer übernachten, Samir. Gar kein Problem. Ich? Ja. Letztes Mal hast du auch sowas mir erzählt. Ey, Samir, nein, ich beiße dich. Ja, alles gut, danke. Mir macht Spaß. Also Giuseppe, also du verschreckst ihn komplett. Lass es sein. Samir ist wirklich nett. Nein, okay, wir machen das so. Also ich bin vielleicht heute out day from the Netherlands. Mein Freund kommt mich vielleicht abholen mit seiner G-Klasse. Du hast einen Freund? Ja, das ist ein Türke, der sieht super heiß aus. Der heißt, ganz Aykut. Aykut? Oh mein Gott. Ja, genau. Valeria, mach Kamera auf, bitte. Warte ganz kurz, bitte. Ich mach die Kamera auf. Warte, gib mal her hier. Mann, lass es sein. Warte, wie geht das denn? Oh, hallo, Samir. Was ist los mit dir, Mann? Was ist los? Willst du die Kamera haben? Lass es bitte. Nein, ganz kurz. Hallo, Samir. Das ist Baruch oder echte Haare? Nochmal, bitte. Deine Haare ist Baruch oder echte Haare? Nein, das sind meine Extensions. Die habe ich lang gemacht. Nein, ohne Spaß. Ja, nein, wirklich, das sind meine Extensions. Also, die sind neu. Also, der kommt noch mal ein bisschen, die wird noch ein bisschen abgeflacht, ne? Da kommt noch ein bisschen Farbe. Also, ich habe dir jetzt rot, ne? Weil dann willst du reden mit ihm. Na, ja, gib ihm. Nein, warte. Du kannst du mal auch mal Kamera anmachen. Hallo? Das schöne Haare. Dankeschön. Wie siehst du denn aus? Ja, ich hab keine lange Haare. Mama, Kamera an. Nein, ich bin alter Mann. Na, komm, mach Kamera an. Wirklich, ich bin komm, mach Kamera an, yeah. Mach Kamera, komm. Samir, komm, mach Kamera an. Komm, mach. Du hübscher war bestimmt. Danke. Oh. Wenn ich bei uns auf, ich mach. Ist runtergefallen. Oh. Hoppala. Oh. Kamera runtergefallen. Samir? Ja? Bist du da? Ei. Ja, natürlich. Machst du einmal Kamera für mich? Nein. Hier, Kamera, dein Leben zurück. Ich mache. Wie war was, ob ich mache auf, aber ich kenne nicht. Hallo? Genau, ja. Samir, möchte dich aussehen. Wie bitte? Mein Freund möchte dich aussehen. Also, ich möchte dir sehen, nicht
Ja, also ganz ehrlich, ich zeig Valeria, wenn du die Kamera. Hast du denn. Ah, du hast Watch. Okay, warte, wir rufen dich an, warte. Also die eine Million Likes zu knacken.